Hallo, ik ben Dennis Karatay en heute zeige ik me wat een polymechaniker bij Advatech macht. Im ersten und zweiten Lehrjahr arbeiten wir in der Lehrwerkstatt und lernen dabei zu drehen, zu fräsen, zu bohren, sowie zu konstruieren und arbeiten an computergesteuerten Maschinen. Mit der Teilprüfung endet die Zeit in der Lehrwerkstatt. Ich will Polymechaniker werden, weil ich gerne an Maschinen arbeite und weil mir das Handwerken sehr gut gefällt. Jetzt geht's ab in die produktive Fertigung. Hallo zusammen, hier aus der produktiven Fertigung. Ich bin Simon Bürki. Im dritten Lehrjahr und am Beruf Polymechaniker gefällt mir das handwerkliche Arbeiten mit Metall. Im dritten Lehrjahr arbeiten wir hauptsächlich hier in Fertigung, besuchen aber auch andere Abteilungen wie die Erosion, Schleifen und Qualitätskontrolle, um ein vernetztes Denken zu entwickeln. Zudem suchen wir die Werkzeugmontage und den Werkzeugservice, damit wir uns für eine der drei Schwerpunktausbildungen können entscheiden. Hallo zusammen, ich bin Silvan Senn. Ich bin hier im vierten Lehrjahr als Polymechaniker in der Schwerpunktausbildung vom CNC-Dreien. Was mir sehr gefällt an diesem Beruf, ist die Herausforderung, die er mit sich bringt. Wenn ich sehe, wie die gefertigten Standwerkzeuge im Einsatz sind und gute Teile produzieren, macht mich das schon ein bisschen stolz. Ich habe mich für die Lehre bei Advatech entschieden, weil sie hier sehr gute Lehrungsbetreuung haben und man viel spannende und abwechslungsreiche Arbeiten machen kann. Jetzt hast du einen Einblick in unsere Ausbildung als Polymechaniker bekommen. Wenn wir dich neugierig gemacht haben, dann bewirb dich doch noch heute bei uns. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.